Ja, ich denke, wir haben heute 2 Punkte verloren. Wir haben gut gespielt. Erste Halbzeit müssen wir 1-2-0 führen und die besseren Chancen. Bremen hatte auch Chancen, ganz klar, aber so, ja, ein Unentschieden ist okay. Wir hätten gern mehr gehabt. Gute Frage. Ich würde schon sagen, dass es ein gewonnener Punkt ist. War ein Spiel auf Augenhöhe. Viele Torchancen auf, für uns, aber auch für die. Ja, haben leider nicht das 2-0 gemacht. Im Gegenzug kriegen wir das 1-1 und ja, im Nachhinein müssen wir und Pauli wahrscheinlich auch mit dem Punkt zufrieden sein. Die Chancen kommen, wie man sieht. Wir haben uns zurückgekämpft, 1-1. Mit ein bisschen Glück kriegen wir noch das 2-1 dann für uns, aber ja, am Ende war es dann okay. Grundordnung war nicht so gut. Ja, kam nicht so gut in die Zweikämpfe, die erste halbe Stunde. Dann haben wir es ein bisschen besser gemacht, wurden stärker. Zweite Halbzeit war meiner Meinung nach waren wir die bessere Mannschaft, machen dann auch das Tor und kriegen dann halt ein blödes Gegentor. Gegen zweite Mannschaften ist immer, sie sind jung, die machen Fehler. Vielleicht wollten wir das auch ein bisschen mit ausnutzen. Und ja, ich denke, Pressing ist immer besser, als sich hinten reinzustellen. Man will immer oben mit dabei sein. Darf auch nicht vergessen, dass wir eine extrem junge Mannschaft sind. Unser ältester Spieler ist Schumacher mit 21, wird im Dezember 22. Und ja, also zu erwarten, dass man ganz oben mit dabei ist, kann man vielleicht, aber es ist schwierig, weil wir sind von extrem viele neue Spieler. Einige trainieren immer oben mit. Wir sind 15, 16 Mann manchmal im Training und es ist schwierig, tun unser Bestes, kommen immer besser rein und ja.